Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, Freunde, es sieht gut aus. Wir haben sowohl Karte als auch Kompass, den Master Key und Dungeon-Gegenstand. Und jetzt haben wir zwei Bosse besiegt. Einmal das eklige Warzenauge und dann den Frosch. Ja, den Frosch, den wir schon aus dem ersten Dungeon kannten, der taucht hier auch wieder auf. Hatte sich ein paar neue Tricks ausgedacht. War alles in allem nur nervig. Nicht wirklich schwer. Und jetzt möchte man meinen, wir sind weit fortgeschritten. Nö, falsch gedacht. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, Mann. Jetzt beginnt die Verzweiflung in diesem Dungeon. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir haben Master Key und alles. Aber ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen, Mann. Ich gehe mal hier gucken. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah, da ist bestimmt eine Fee in den Krug, ne? God damn it. Bestimmt ist da eine Fee drin. Hier in der Mitte ist übrigens auch eine Fee, die habe ich noch nicht geholt. Sehr schwer, da dran zu kommen. Ja, ist unmöglich, da dran zu kommen. Das müssen wir mit Pfeil machen. Oder? Oder? Ja, mit Pfeil, definitiv. Den Kuchen müssen wir mit Pfeil zerstören. Ja, ich glaube, ich muss wieder jetzt in den allerersten Raum. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich habe keine Ahnung, Mann. Probier jetzt erstmal da die Fee zu retten. Oh mein Gott, ey, Hilfe. Vor allem, wie viele Feen haben wir mittlerweile eigentlich? Ich weiß es ja nicht, ne? Ich sollte nochmal in den Raum zurückkehren, wo ich gerade rausgekommen bin, ganz ehrlich. Oder ich lade einfach den Safe State. Geht das überhaupt? Denn ich glaube, da war wirklich eine Fee. Ich glaube es einfach. Ja, hier ist auch eine. Na, wir gucken erstmal, wir gucken erstmal. Oh, es dauert natürlich, bis sie jetzt hochkommt. Kommst du, Fee? Wo ist die Fee? Ist sie jetzt verpufft? Ist das ein Bug? Fee? Ich hab Cookies. Oh ja, muss man nur sagen, den kommst du sofort. Haha. Nicht schlecht. Wisst ihr Bescheid? Feen stehen auf Cookies. Wie so ziemlich jeder. Nee, egal, ich lade nicht den Safe State. Früher oder später werde ich dann nochmal dazukehren müssen. Ich hoffe, das geht so einfach. Ja, guck mal, diese Leitung geht halt auch wieder in den Anfangsraum. Ist jetzt hier was passiert? Das ist jetzt die Frage. Ja! Die Fontäne ist angegangen. Damit können wir dieses Ventil betätigen. Ja, was bringt uns das? Egal, einfach mal machen. Das war bislang immer die Devise. Ich habe keine Ahnung, was bringt. Einfach mal machen. Moment, wie kommen wir da überhaupt hin? Können wir gar nicht drauf, oder wie? Hä? Ich verstehe schon wieder gar nichts. Vor allen Dingen, was bewirkt dieses Ventil in der Mitte? Ah, ich will nochmal erstmal mir einen Überblick über den Raum verschaffen. Oh mein Gott, Freunde, dieser Dungeon fuckt mich ab. Jetzt wartet der nicht mal auf mich, dieser blöde Aufzug. Na gut, vielleicht kann ich von hier unten ja erkennen, was ich tun muss. Ich hätte es einfrieren können, ist mir bewusst. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Ich guck mal kurz nochmal hier. Erstmal die Skulptur, aber singen. Bam! By the way, sind hier eigentlich noch Feen? Nein. Wie zum Teufel komme ich daran? That is the motherfucking question. Keine Ahnung, Mann. Kann sein, dass auch das Problem damals gewesen war. Keine Ahnung, Mann. Wir haben die Eiszeile bekommen. Wir können das hier einfrieren lassen und das, das Wasserrad zum Stillstand bringen. Was bewirkt das? Was bewirkt überhaupt das Ventil da unten? Das habe ich auch noch nie gedreht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich stelle das Wasser wieder ab. Ich gucke erstmal, was die Eiszeile jetzt hier bewirken. Oh Mann, Freunde, Hilfe. Dieser Dungeon. Bitte? Sie bewirken nichts. Ey. Was?
Oh Gott, Hilfe, 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 Hilfe. Ich weiß echt nicht, wie es weitergeht, Mann. Es bringt nichts. Es bringt verdammt nochmal nichts. Ich muss mal kurz das Ventil hier auschecken. Ich meine, ich könnte es da hinten einfrieren, aber was bringt mir das? Gar nichts. Es bringt mir nichts. Absolut nichts. Niente. Ich kann mich da auch nicht dran hochziehen. Es geht nicht. Wenn ich es einfriere, bringt auch nichts, weil ich glaube... Ach, ihr Schweinehunde von Entwicklern. Nein, haben sie nicht gemacht. Das war das, wo ich damals nicht weitergekommen bin. Oh mein Gott, nein. Ich habe nicht Bullshit erzählt. Ich habe das alles damals geschafft. Bis hierhin. Und in diesem Raum bin ich immer festgehangen. Ich erinnere mich. Und ich weiß auch warum. Es hätte sich fast wiederholt, hätte ich nie nach oben geguckt. Oh mein Gott, ihr Entwickler. Ihr seid doch solche herzlosen Menschen. Nein, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. Dass man darauf kommen muss, das ist wirklich krass. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, Mann. So, und ich hoffe, das hier kann man wenigstens einfrieren, weil das ist jetzt Pflicht. Kann man nicht. Ja, muss es aber auch nicht, glaube ich. Jetzt zeige ich euch mal was. Oh my fucking God. Warum? Oh mein Gott, ihr Entwickler. Nein, habt ihr echt nicht gemacht. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Da oben, ey. Ganz klein an der Decke. Ein Fanghakenpunkt. Ja, natürlich. Und ja. Und dann mit Hilfe des Wassers kommt man dann an dieses Ventil. Ja, natürlich. Ich liebe euch auch. Ihr herzlosen Entwickler, Mann. Boah. Krass. Erstmal das Ventil hier überhaupt aktivieren zu können, ne? Es ist wirklich heftig. Erstmal das Wasser hier hinleiten. Und dann noch hier hinkommen mit einem Enterhaken. Oh my fucking God. Ja, jetzt steht das Wasser gerade. Was bringt mir das überhaupt? Hey. Ah, ich glaube, wir können... Moment. Es ist alles gut. Ich weiß, was zu tun ist. Ich verstehe es langsam. Boah, ey. Dieser Dungeon. Wir können jetzt das gelbe Ventil abdrehen. Und was dazu führt, dass sich der große Stuhlraum in die entgegengesetzte Richtung bewegen müsste. Und jetzt dreht sich das Wasserrad in eine andere Richtung. Ich denke, das ist ziemlich realistisch, dass es jetzt so ist. Ich denke, da habe ich kein Bullshit mir jetzt gedacht, oder? Oder hat der Simmer wieder falsch gedacht jetzt? Problem ist jetzt auch, wie komme ich da hin? Doch, das ist ja noch immer aktiv, okay. Oh Mann, Hilfe, dieser Dungeon. Hilfe. Oh, Moment. Scheiße. Wir sehen uns gleich wieder mit dem... Ja, mit den normalen Texturen. Bis gleich. Ja, wer auf die Uhr gesehen hat, der weiß, dass das Spiel gleich wieder abgestürzt wäre. Bei 12 Uhr nachts stürzt es ja immer ab, deswegen habe ich das vorgebeugt, indem ich die normalen Texturen direkt wieder verwende. Gut. Ja, dann schauen wir uns den Dungeon mal kurz mit den normalen Texturen an. So sah es im Original aus. Mann. Ach, ich lasse sie jetzt einfach in Ruhe. Stört mich ja nicht. Aber die! Mann! Diese Drecksviecher, deswegen habe ich die sonst immer vernichtet. Das Wasser sieht mit der HD-Textur viel schöner aus, finde ich. Es sieht noch metallisch aus im Original irgendwie. Na gut, haben wir es auch mal gesehen, ne? Gehen wir weiter. So. Naja, jetzt dreht sich das nicht in eine andere Richtung. Ihr seht es. Ihr seht es.
können wir wahrscheinlich in die grünen Bereiche rein. Oh mein Gott, Hilfe. Ich glaube, selbst beim Wasserdungeon vor Ocarina of Time habe ich nicht die ganze Zeit Hilfe geschrien. Soll nicht heißen, dass dieser Dungeon schwieriger ist. Nein, das soll es wirklich nicht heißen, denn er ist nicht schwieriger als der Wasserdungeon Ocarina of Time. Ja, da unten möchte ich eigentlich rein. Dann halt nicht. Jetzt aber. Komm schon. Nee. Komm ich da nicht rein? Vielleicht geht das nur von der anderen Seite. Vielleicht muss man da irgendwie rauskommen. Lol. So what? Nee, es geht doch. Aber was war das? Nun denn. Was ist hier? Erstmal eine Fee. Sehr schön. Hier können wir an Land kommen, wenn man was überhaupt so nennen kann. Den Raum mache ich jetzt mit der Originaltextur und dann switche ich wieder. Keine Angst vor, ne? Katsching! Und kommt zu mir! Kommt zu mir! Zur Drachenschanze! Kommt daher! Da unten ist wirklich nichts. Ah, hier ist noch was. Im Krug nehme ich an. Wir checken die Krüge da unten aus. Oh, ich liebe die Atmosphäre in den Dungeon. Es ist wirklich einer der besten Zelda-Dungeons aller Zeit, muss man mal einfach sagen. Er ist kompliziert, er ist verwirrend, er ist innovativ. Der Soundtrack passt. Es ist wirklich krass. Er bringt mich zum Verzweifeln, klar. Aber er ist geil. Könnte ich sagen, dass dieser Dungeon scheiße ist. Könnt ihr nicht sagen. Und wenn ihr es sagt, dann habt ihr noch mehr rumgeheult als ich und ihn auch nicht geschafft und deswegen hasst ihr ihn. Wenn ihr nicht weitergekommen seid. Er sagt, dieser Dungeon sackt, er hat keine Ahnung, tut mir leid. Und dann sag ich, wo mich der Dungeon übel abfuckt. Da unten war eine Fee, das habe ich gesehen, Freunde, ich weiß. Aber ich glaube, da geht es später weiter. Ich will mir jetzt erstmal anschauen, was man hier machen kann. Wahrscheinlich kann ich hier auch ein Ventil aktivieren. Würde ja Sinn machen. Oh! Das ist der... Was? Das ist der Endraum, ernsthaft? Das ist der letzte Raum, so what? Kann ich das noch nicht aktivieren? Doch. Hä, ich kann nur jetzt... Hä, ich kann jetzt schon den Endboss machen? Als ob. Glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Nee. Das Wasser kommt nicht durch. Wisst ihr warum? Weil diese Leitung nicht aktiv ist. Das sieht man im HD-Texture-Pack besser. Die müssen wir aktivieren, dann kommen wir dahin. So können wir da jetzt nicht hinkommen. Ich meine, ich muss sowieso die 15 Feen noch finden. Oh, ich hoffe, ich schaffe das innerhalb des Zeitlimits. Das wird ja echt knapp. Ich switch gleich wieder. Keine Angst. Ich will wieder zurück. Ich will die Fee. 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 Ah, jetzt bin ich hier reingekommen, ne? Oh nein. Moment, den Raum kennen wir ja auch. Jetzt bin ich hier wieder? Seriously? Langsam habe ich keinen Plan mehr, Freunde. Wir holen jetzt erstmal die Fee. Was ist das denn für Raum? Da waren wir aber noch nicht. Von wegen, wir holen erstmal die Fee. Ach du Scheiße. Muss mir merken, wo die ganzen Feen noch sind. So, ich mache jetzt hier ein Save und dann sehen wir uns mit den HD-Texturen wieder. Alter Falter, ich krieg die Krise mit diesen Dungeon. Einen Moment. Ah ja. Ja, wie gesagt, wir sehen uns mit den HD-Texturen wieder. Bis gleich. So, oh Mann, ey. In... da sah man den Unterschied. In anderen Dungeons waren wir jetzt schon durch, glaube ich, in der Zeit. Boah, sieht ja tausendmal besser aus mit der Detektion. Guck mal, da sind sogar Triforce-Symbole drauf. Alter. Ja, wir schauen jetzt erstmal im Wasser. Wir sehen kurz die Fishbones. Und dann schauen wir nach, wo die Fee ist. Irgendwo muss die ja sein. Oder hat der irgend so ein Fisch so eine Fee? Das wäre natürlich kacke. Boah, ich kann das nicht mehr abwehren. Wie besiege ich den mit der Zora?
ich nicht mein Elektroschild verwenden kann. Komm her. Ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht im Wasser. Fuck it. Die Fee ist vielleicht gar nicht im Wasser. Oh Mann, ey, diese Wassersteuerung. Nee, ich glaube, dass es so ist. Die kann nicht im Wasser sein. Oh Mann, wo ist die denn? Fee? Fee? Gehen wir erstmal hier hoch. Keine Ahnung, was hier überhaupt zu tun ist. Also, denken wir logisch. Wir haben einen Wasserrast. Könnten wir anhalten, indem wir es einfrieren? Sonst noch eine Möglichkeit? Da ist noch ein anderer Lift. Wir können hier zwischenlanden. Das Problem ist, wenn ich das anhalte. Kann ich besser hier rüber, ne? Ja. Und ich müsste auch so als Link hier rüberkommen, oder etwa nicht? Ach du Scheiß, niemals so gewollt, oder? Bin zu faul, die Eispfeile rauszuholen. Bin ich cool genug für die Eispfeile, versteht ihr? Okay, ich muss aufhören mit den Flachwitzen. Simmer. Das ist ernst. 2 Tage sind fast rum. Ist nicht mehr viel Zeit. Die Feen wollen auch noch gefunden werden. Oh mein Gott. What's going on here? In der japanischen Version musste man es perfekt timen. Hier ist es gescriptet, dass es immer richtig anhält. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das wird ja jetzt stoppen, wenn wir es einfrieren. Wir müssen hier das oben versiegeln. Mit Hilfe der Eispfeile. Ist auch ziemlich schwer. Kommt man nicht sofort drauf. Muss halt wissen. Ja, und die japanische Version kann es jetzt sein, dass die nicht perfekt stehe und dann muss es nochmal wieder auftauen. Wieder versuchen einzufrieren. Du brauchst das perfekte Timing. Es ist richtig nervig. Die japanische Version. Hier war doch noch viel, viel mehr. Nein, nein, nein. Hier war noch viel, viel mehr. In diesem Raum war auf jeden Fall noch was. Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Nein. Können da nicht machen mit mir. Da oben ist irgendwas. Weiß nicht, ob wir da so einfach hinkommen. Da geht's ja weiter, aber da oben ist auch was. Und ja, da kommt Link hoch. Sieht nicht ganz richtig aus, aber er kommt da hoch. Ja, ja, da ist eine Schatztruhe und ich weiß auch ganz genau, was da drin ist. Ja, die Feen hier finde ich extrem schwer zu finden. Extrem schwer. So fucking what? Wie komme ich da an diese Truhe ran? Hä, wie geht das denn? Wie komme ich an diese Truhe? Ah, das wusste ich nicht, dass der da hochkam. Merkt ihr, wie schwierig dieser Dungeon ist? Vor allen Dingen, was 100% betrifft. Fehlen mir echt die Worte ein bisschen. Aber du redest doch die ganze Zeit wie im Wasserfall. Oh, hier ist immer noch was. Fuck it. Ja, natürlich. Habt ihr es gesehen? Jesus Christ. Und ich komme nicht mal dran. Wie zum Teufel kommt man denn da wieder hin? Vielleicht von hier aus? Nein. Von hier aus vielleicht. Ja, maybe. Komm schon, Link. Yes. Oh, yes. Boah, richtig gut versteckt. Ach, mit Fackel wäre es einfach gegangen. Oh mein Gott. Fee Nummer 11. 4 Feen noch. Eine war... Wissen wir? Wo sind die anderen? Oh, nee, ey. Hilfe. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder auftauen, weil so geht's glaube ich, nicht. Ich guck gleich mal. Wo geht's denn hier nochmal hoch? Nicht, dass mich jetzt der Fisch zu Hackfleisch verarbeitet. Da knabbert gern an mir. Ich bin ja auch zum Anbeißen, ich weiß. Dieser Dungeon. Ja, ja, ich muss das jetzt wieder auftauen, Freunde. Nein, nein. Weil der Lift funktioniert jetzt auch nicht mehr. Katsching. Geile Interaktion mit dem Feuer- und Eisfallen. So stellt man sich das vor. Die Rätsel sind schwierig und abwechslungsreich, innovativ und richtig gut durchdacht in diesem Dungeon. Das ist einer der besten Zelda-Dungeons aller Zeiten. Auch wenn er mich frustriert. Ich habe es jetzt 100 Mal gesagt, aber ich kann es nur immer wiederholen. Weil es einfach stimmt.
Oh, haben wir es dann bald mal? Wo ist denn überhaupt der Lift jetzt? Der war doch sicherlich hier. Ja, hier ist er. Genug geknabbert. Zelda will auch noch ein bisschen was zu knabbern haben. Ihr Fische. Na gut, Zelda existiert in dem Spiel ja gar nicht wirklich. Also lassen wir diese Zelda-Witze. Außerdem wird eh nie ein Paar aus den beiden. Genauso wenig wie aus Mario und Peach. Ich glaube, in Skyward Sword, da kamen sich die beiden am nahesten. Link und Zelda. Oder was meint ihr? Ach komm schon, wieso schiele ich denn so heftig immer? Wir haben auch noch den Raum mit dem Wasserfall, ne? Ich habe ja mal gesagt, da können wir nicht hin, da ist so ein Wasserfall. Den können wir natürlich auch stoppen, indem wir es einfrieren. Das ist im Stuhlraum, im Waschmaschinenraum. Ne, ich glaube, ich brauche noch zwei weitere Parts zu diesem Dungeon. Jesus. Ah, ist das der Wippenraum? Ja, es ist der Wippenraum. Okay. Der ist auch nicht so einfach und wisst ihr was? Den machen wir, glaube ich, im nächsten Part. Ja. Einen Moment. Ah, damn it. Okay, Moment. In die Kisten schauen wir jetzt noch rein. Aus dem Weg, abschauen. Oh, das ist schlecht gemacht. Wenn man was kritisieren kann, Majora's Mask, diese Physik hier mit den Kisten. Muss echt so perfekt dagegen rollen. Nur dann zieht er sich nicht hoch. Seht ihr das? Muss perfekt stimmen. Ich dachte, da ist was Wichtiges drin. Mann, konnte ich doch nicht wissen, dass da nichts drin ist. Der Typ hat Pfeile. Der Typ hat magische Energie. Juckt mich alles nicht. Ja, okay. Ich sehe jetzt keine Fee auf Anhieb. Das inspizieren wir im nächsten Part, Freunde. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn die Qual hier weitergeht im Schädelbuchtempel. Also bis dann und ciao. We'll be right back.